Ja, wie ihr seht, haben wir hier ein GLC 63 AMG. Wir werden heute an diesem Fahrzeug mal keine Leistung machen, sondern wir werden heute mal ein anderes Gimmick verbauen. Und zwar zeige ich euch das gleich. Ich sage euch schon mal vorab, es geht um diese Leuchte in der Türe, Einstiegsseite, also Beifahrerseite und Fahrerseite. Wenn ihr die Türe aufmacht, habt ihr das Licht. Und dafür gibt es einen extra Projektor für die AMG-Modelle, also auch für die normalen Modelle, wenn ihr das wünscht. Das ist noch verpackt. Das bauen wir gleich ein. Und zwar ist da das Logo von AMG aus Affalterbach dann auf dem Boden. Die Teilenummer heißt, das wird ihr jetzt nicht sehen, A213 820 6003. Für die, die es haben wollen, kostet bei Mercedes 150 Euro der Satz. Nur so als Hinweis. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir ab zur Fahrertüre, bauen wir ein. So, jetzt sind wir an der Fahrertüre. Wir haben hier unten das Licht. Wir haben noch das Originale verbaut. Wir haben hier das Zubehör. Für die Fahrerseite sieht so aus. Ihr seht, hier wird nachher das Logo projiziert, wenn die Türe offen ist. Und wir haben hier natürlich den Originalstecker. Wir haben hier noch ein Kühlelement, das werdet ihr gleich sehen, das haben wir original nicht, aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Und zwar fahrt ihr hier vorsichtig rein, müsst ihr gucken, das ist seitlich eingeklipst und dann könnt ihr das schon rausnehmen. Ihr seht, wir haben hier kein Kühlelement. Und jetzt nehme ich hier den Stecker, das reicht mit dem Finger, vorsichtig den Clip reinziehen, könnt ihr den Stecker rausmachen. Es ist relativ warm hier auf der Seite, deswegen ist hier wahrscheinlich, weil es vermutlich heller ist oder halt anders ist, weil es vielleicht doch mehr Wärme entwickelt, ist hier ein Kühlelement dabei. Ob man es braucht oder nicht, weiß ich nicht. So, dann nehmen wir das neue Bauteil. Stecken wir das neue Bauteil ein. Mal kurz schauen, dass wir es auch ja richtig einstecken. So, jetzt seht ihr hier, leuchtet ganz normal. Und hier kann man es erkennen, das Logo. Fahrt er vorsichtig auf einer Seite rein. So, dann die andere Seite, Clip, Clip. Und schon wären wir drinnen. Was meint ihr? Schreibt mal einen Kommentar dazu, wie ihr das findet. Wie schon gesagt, kostet 150 Euro. Teilenummer ist bereits im Video. Ich wünsche dem Kunde damit viel Spaß. Danke fürs Zuschauen, für das Kurzvideo und bis bald. Ciao.